Moin Leute, Muizi hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video auf meinem Kanal. Heute geht es um Seer. Und zwar hat Seer, wie einige von euch wahrscheinlich schon wissen werden, vor einigen Tagen einen schon recht großen Nerf bekommen, bei dem all seine Fähigkeiten etwas verschlechtert wurden. Heute wollen wir uns diesen Nerf etwas genauer anschauen und im Anschluss gibt es auch noch ein wenig Gameplay mit ihm. Vorab, für alle die, die nicht wissen, was denn überhaupt genervt wurde, verlinke ich oben rechts nochmal das Video, in dem ich all seine Nerfs angesprochen habe. Ich könnte das zwar jetzt auch hier im Video nochmal sagen, aber das würde wahrscheinlich zu lange dauern und die meisten von euch wissen ja sicherlich sowieso, was verändert wurde. Aber nun gut, jetzt zu seinen Nerfs. Ich finde, der Nerf hat ihn schon ordentlich beeinträchtigt. Speziell bei seiner taktischen Fähigkeit merkt man, finde ich, eine deutliche Verschlechterung, denn die Gegner haben es jetzt auch viel leichter, in letzter Sekunde aus diesem Radius zu fliehen, nehmen keinen Schaden mehr und bekommen keine Blendung. Außerdem finde ich auch krass, dass es das Wiederbeleben nicht mehr abbricht. Hier im Hintergrund sehen wir das Ganze noch einmal in Aktion. Dort habe ich gehört, dass die Gegner genau dort gerade reviven und ich habe versucht, den Revive mit meiner taktischen Fähigkeit abzubrechen, aber es hat nicht funktioniert, was für die Gegner dort schon wichtig war. By the way, bis dahin wusste ich nicht mehr, dass die taktische Fähigkeit das Reviven nicht mehr abbricht. Ich finde, die taktische Fähigkeit ist durch den Nerf halt wie gesagt schon deutlich schlechter geworden. Seine passive Fähigkeit ist durch den Nerf, finde ich, nur minimal beeinträchtigt. Die Range ist halt das einzige, was ein wenig verschlechtert wurde. Zuletzt noch seine Ulti, bei der man nur merkt, dass der Cooldown etwas höher ist und man sie nun etwas bedachter einsetzen sollte und auch nur dann, wenn man sie wirklich braucht. Insgesamt finde ich den Nerf schon krass, aber ich denke nicht zu krass, sondern denke eher, dass Seer jetzt sehr gut gebalanced ist. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Findet ihr den Nerf gut oder schlecht und denkt ihr, er war zu hart oder richtig so? Es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, also schreibt es mir wie gesagt gerne in die Kommentare. Aber ja, das war es soweit eigentlich auch schon von mir. Ich habe jetzt wie gesagt noch ein wenig Gameplay mit Seer nach seinem Nerf, womit ich euch auf jeden Fall viel Spaß wünsche. Wenn euch das Video bis hierhin schon mal gefallen hat, dann lasst es mich auf jeden Fall gerne mit einer Bewertung wissen. Und falls ihr neu seid, würde ich mich auch sehr über ein kostenloses Abo freuen. Aber ja, somit wünsche ich euch jetzt noch ganz viel Spaß mit dem restlichen Video. Also ja, macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao ciao. Viel Spaß noch. Ach, Digga. Ach ja, natürlich. Also, Brawler, Digga. Knockdown! Der andere hat keine Waffe. Na, jetzt schon. Jetzt nicht mehr. Hier ist einer down. Die sind hier hinter. Hier oben oder so, glaube ich. Oh Gott. Ich denke, ich treffe gar nicht mit der Tech. Oh! Okay. Alles easy. Ah, 90 auf Flu, der okay. Full Force auf den Fuse. Ach, okay. Er hat sich mit dem Body genommen. Die sollen stehen bleiben. Schönes Eng. Die sind stehen geblieben. Drop the 86er Heady, der Octane. Ey. Digga. Durch. Die werden geforkportet, glaube ich. So, auf hier oben. Ich gehe zurück. Octane ist hier in der Mitte. Im Gebäude rum. Muss da hingehen, ne? Oh, hier kommt was! Oh no, Hilfe! Komm runter!
Look beyond the veil. Komm hier hin, komm hier hin. Oh nein, von hinten. Komm hier hin, komm hier hin. Hilfe. Pass auf, das sind zwei Squads, der wird geholt, der Outfit wahrscheinlich. Komm zu mir am besten. Keine Ahnung, wie viele hier sind. Hier! One. Digga! Diese Rampage! Das kannst du keinem erzählen, diese Waffe, ne? Du kannst diese Waffe keinem Menschen... Du kannst keinem Menschen erzählen, dass diese Waffe existiert. Die fighten immer noch, oder? Okay, jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ey, der hat den noch genug, der Octane. Der Restroom. Ach, man bricht das Wesen nicht mehr ab? Was? Heil dich. Hab ihn. Nice. Oh mein Gott. Ja, seine taktische macht halt so ein Ding, wie du eben gesehen hast. Markiert halt die Gegner, die da in diesem Bereich drin sind. Hier sind es zwei Gegner bei mir. Du und Frau, beide fast cracked, einer ist cracked. Alter, ist one! Digga, ich kann nicht, Digga. Es ist kein Wingman-Aim. Das ist die Range. Beide waren cracked auf jeden Fall. Schön die 301. Ja, ein bisschen gefailt gerade mit der Wingman, aber. Ich benutze die Ulti. Oh, hier kommt welche bei mir. Hier in der Mitte sind Gegner. Komm mal zurück. Nur einer, glaube ich. Nee, weiter hinten ist der andere. Okay. Oh, Digga. Oh, hier bei mir, ja. Komm hoch, wenn es geht, wenn du. Pass auf, die haben beide Rampage. Down. Digga, diese Rampage. Der kommt zu mir. Hat er Hit fast. Kommst du hoch? Ja, ich bin da. Cracked? Oh, gibt's Bett. Absolut one. Hat da haben die leichte. Oh, hier! Ich komme nicht weg. Oh nein, Digga, ich kann nicht, Digga, ich stuck. Och man. Ach, come on, Alter. Das ist doch kacke, man. Die sind bei mir hier. Bin jetzt gleich da, ja, warte. Gerne. Oh no. Ja, da war absolut One-Shot, Digga. Ich hab jetzt aber alles. Hä, war die grad? Ja, hier sind Steps, Digga. Correct? Er hat nur einen Blue Body, der eine, ja, der rechts. Ja. Oh mein Gott, der ist One, der Octane. Wir müssen da hin. Oh. Naja, sag, wenn du Mist. Auf willst. Ja, let's go. Ey, Digga! Ich muss zurück. Ach, Digga, nee, oder?
Ich bin tot. Ah, fuck, der eine ist down. Ist noch ein Squad. Ich habe mich schon gewundert, hey, wer hat mich da bitte jetzt auf einmal so angeht? Das kann ja gar nicht sein. My thanks. Da kommt dann noch was, ey. Oh, da ist einer. Ey, slow. Ey, der lebt doch nicht mehr. Oh, du blutest. Digga, du hast gar nichts mehr. Hier dich, Digga. Hab's gesehen, ja. I'm recharging my shields. Der ist auch hier, der Octane. Nein. 50 ungefähr. Er pusht mich, hier. Da noch. Oh, von da noch ein Squad. Oder gehen Jump Tower. Kannst auch Jump Tower gehen, dann treffen wir uns um. Let's explore this way. Shields are recharging. Genau. Die wollen pushen vielleicht, glaube ich. Der Octane ist aber absolut wollen, die können nicht pushen. Was Jump hier da gepusht hat. Fast cracked. Der wird nicht kommen. Der kommt! Digga, ich dachte, sag grad noch, der wird nicht kommen. Bei mir ist er doch. Die anderen kommen. Ja, ja. Los. Ja, die sind hier. Frische Spur. Ja, ja, und ich scanne auch. Scan. Und 32. Das ist so one, ne? Nice. Der andere hat aufgefressen. Wir müssen Zone. Ja. Letzter Squad, by the way. Oh! Und da oben. Ach du Heiland, Digga. Da. Da hätte ich gar keinen Sinn, gegen die jetzt zu pieken. Nee. Na gut, das sind keine Reins, ne? Aber. Die haben halt Chip Attack und Rampage. Oh, der eine habe ich sogar angefackelt. Der brennt gut sogar. 50 Damage. Ist jetzt so belastend. Wir können nichts machen, gar nichts. Außer ihn weglabern. Ja, boah, hab ihn. So low. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Warte, ich mach's wieder. 60. Oh, oh. Oh mein Gott. Geh du auf, ich scanne. Oh mein nice. Gott, Digga. Let's go, die Laser, Alter. Das war nicht so clever von der Valko. Die Welle kann man gut weggesenzt zusammen. Die ist gerade nämlich im Stream. Boah. Starke Runde.